Hallo, auf keinen Fall stehen bleiben. Wir lesen in Matthäus 28, Vers 7: Und dann geht schnell zu den Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Die Engel reden hier und sprechen zu den Frauen. Jesus ist auferstanden und ich finde es schön, es heißt hier, geht schnell zu den Jüngern, geht schnell nach Galiläa, denkt nicht lange nach, lauft los, verkündigt es, er ist auferstanden, er geht euch voraus. Ein ganz wichtiger Teil in der Schrift, weil es uns hier etwas vor Augen führt. Sie wollten ja Jesus einbalsamieren, wie sie wollten es letztendlich konservieren, letztendlich abschließen in einer Weise, wie es damals üblich war. Wollen wir doch Jesus nun die letzte Ehre erweisen und letztendlich dieses Kapitel dann abschließen. Man macht sich dann Gedanken, wie wird das mit dem Stein sein und so weiter. Und dann der große Schock. Er ist nicht da. Er ist geraubt. Was ist hier los? Und so weiter. Wir sehen hier Frauen, die natürlich völlig sprachlos waren. Das, was dann die Engel sagen und das, was ihnen verkündigt wird, eine wunderbare Botschaft. Aber interessant, wie der Engel reagiert, wie da die Botschaft verkündigt wird. Geht schnell, ich möchte uns das ans Herz legen. Auch wir können manchmal in Enttäuschungen, Situationen, die wie so eine Grablegung sind, die vorbei sind, die zu Ende sind, die letztendlich keine Hoffnung mehr in sich haben, weil nun mal der Tod da ist, weil letztendlich die Dinge abgeschlossen sind, weil das gescheitert ist. Da könnte man das ad acta legen und sagen, so wollen wir es doch nun beenden und so weiter. Aber hier wird etwas anderes deutlich, eine Hoffnung. Eine Hoffnung in dieser Weise, dass er, der gestorben ist, den Tod durchbrochen hat. Die Macht der Sünde, das, was letztendlich das Gericht über der Sünde liegt, nämlich Tod, es ist durchbrochen in Jesus Christus. Leben ist ausgesprochen, Vergebung, Freiheit. In ihm ist das Ja gesprochen zu allen Verheißungen Gottes. Aber ich weiß in meinem eigenen Leben, wie schnell man dann doch Dinge letztendlich wie zu Grabe trägt und in Trauer davor steht, Grab der eigenen Schwäche, des eigenen Scheiterns, der Belanglosigkeit, der Unmöglichkeit letztendlich des Lebens, ob im Dienst, ob im persönlichen Leben, ob im Glaubensleben. Es gibt immer wieder Bereiche, wo wir uns fragen, ist da noch was möglich? Kannst du Gott da noch etwas tun? Die Botschaft hier ist, geht schnell hin, verkündigt, sprecht es aus. Jesus geht euch schon voraus. Ich möchte uns ermutigen, neu die Häupter zu heben, ganz besonders in Anbetracht der Ostergeschichte, dass da eine Hoffnung besteht, dass da der Tod durchbrochen ist und dass Jesus uns schon vorausgeht, dass er schon etwas plant, etwas organisiert, etwas deutlich macht, etwas Lebensspendendes hineinlegen möchte in unser Leben. Aber wir müssen aufbrechen. Wir dürfen nicht stehen bleiben, sondern im Glauben dürfen wir losziehen, dürfen verkündigen, dürfen aussprechen, dürfen uns freuen, dass Jesus, er ist der, der das Unmögliche möglich macht. In dieser Weise seid doch ermutigt. Lasst uns nicht stehen bleiben, sondern neu im Glauben vorangehen, in der Erwartung und in dem Glauben, dass das Unmögliche, ja, dass der Durchbruch, das neues Leben möglich ist in und durch Jesus Christus. Gott segne euch. Wir sehen uns gerne wieder.